willkommen zu einer neuen Folge Aaron weiß das gegen Psycho Dino Markus, der beste DJ der Welt. Markus kam rein mit Maske und so, ich bin hier wegen Aaron. Und ich dachte, wer ist das? Das war so unangenehm. Ja, dann nimm doch die Maske runter. Naja, egal. So. Wir spielen 13 Fragen. Ich weiß. Weißt du, warum 13? Weil du krass gute 13 Fragen schon mal beantwortet hast. Sehr gut. Kennst du die Regeln? Ja. Willst du sie trotzdem nochmal hören? Ja. Dann kommen sie hier. Beantwortet er die Frage richtig, gibt's einen Punkt. Ist die Antwort falsch, bekommt der Gegner einen Punkt. Außerdem hat der Gegner dann die Möglichkeit, selbst zu buzzern und kann bei richtiger Antwort einen zweiten Punkt ergattern. Antwortet er aber auch falsch, bekommt der Erste einen Punkt. Verstanden? Los geht's. Ich weiß, wie die Stimme aussieht. Du kennst Mannix? Ja, wir waren bei TV Total und da haben wir den kennengelernt. Weißt du, was ja mal ganz witzig war? Ihr wart bei TV Total mit Co. beim Auftritt. Ja. Und ich war damals genau zur gleichen Folge da, weil ich Promi-Bibi gewonnen habe 2014. Und da habe ich ihn ohne Maske gesehen. Und? Ja, hässlich. Testfrage. Gargamel. So. Oh! Ich hab sehr viele Folgen geschaut und ich hab noch einen Hammerwitz vorbereitet. Aber bitte. Pass auf, und zwar... Ah nein, ich wollte es eigentlich nicht so ankündigen. Ah, egal, komm. Es gibt ja so diverse Diskrepanzen, was so die Buzzer zu vernachlässigen. Wie sagt man? Ich weiß nicht, was du sagst. Es wird eh geschnitten jetzt hier. Nein, nein, wir lassen das alles. Zuverlässigkeit, Mann. Ja. Wollen wir tauschen? Nee, und deswegen. Was denn? Ich habe meinen eigenen mitgebracht. Aber dann wissen wir nicht. Der war schneller? Stimmt, scheiße. Aber das bringt ja bei Aaron. Aber wir können auch tauschen, wenn du willst. Komm, du darfst hier. Joe, Jan, schau mal. Okay, Premiere. Ja. Heute moderiert Jan, weil Marvin der Feine ja nicht da ist. Du willst da stehen, ja? Nee, warte mal, da muss ich mit links. Bist du Linkshänder? Nee, ich wichse mit rechts. Wir starten direkt rein mit einer auch recht leichten Frage. Wie lautet gemäß dem deutschen Duden die richtige Mehrzahl von Taxi? Taxen. Das ist leider falsch. Taxi. Hä? So, das ist genau dasselbe. Nee, ich weiß, deswegen, das ist doch dasselbe einfach so. Ja, ein Taxi. Falsch. Zwei Taxi. Das ist falsch. Wie heißt es denn? Es heißt richtig Taxis. Wo wir schon bei der deutschen Rechtschreibung sind, gehen wir weiter und machen eine Frage aus dem Deutschunterricht. Ja. Weil meine Diktate waren so schlecht, der Lehrer, ich hatte immer Sechsen. Ich musste dann die Berichtigung machen, um eine 4 zu kriegen, dass ich nicht sitzen bleibe. Dann sei froh, dass du bei deiner nächsten Aufgabe nicht buchstabieren musst, sondern boah. Wie viele verschiedene Vokale kommen in dem Wort Ratatouille vor? 6. Und wie viele Vokale gibt es denn? A, E, I, O, U, Ach so, oh, du wolltest nicht die Anzahl. Oh, so eine Scheiße. Ich hab's ja, nicht. Okay. Ich bin rechtschreibungsschlecht, ich weiß nicht mehr, wie man Ratatouille schreibt. Aber wenn ich jetzt bei Aaron, ja, nehmen wir mal Aaron, dann hätte er jetzt 3 gesagt, weil A, A, O. So, das nee, war eben ja nicht. Nee, das weil ist ja das. 2. Bei ja. A und O, ja. Aber dann heißt es doch, wie viele verschiedene, oder? So. Sagen wir nochmal die Frage. Wie viele verschiedene Vokale haben wir gesagt? Wir gehen weiter. Ja, wir gehen weiter. Achso, scheiße. Wenn A. Wo wir gerade waren, wenn A weniger als B wiegt, aber mehr als C, was ist dann am schwersten? Wenn A weniger als B wiegt, wiegt B mehr, B. Wir gehen zur Bildkategorie, zur ersten. Das sind wie immer unsere Länder. Oh. Wir haben einen Länderumriss für euch rausgesucht aus Europa. Er ist genauso abgebildet, wie er auch auf der Weltkarte abgebildet wäre. Und er sieht so aus. Boah. Ich hasse diese Kategorie. Seitdem die da ist, hasse ich das. Dann mach doch wenigstens eine Weltkarte und sag, welches Land ist das, was rot blinkt. Dann könnte ich sagen, ah. Aber kommt noch ein Tipp, wenn man nicht lebt? Nee, ne? Okay. Man hat ja nicht mal vorbereitet, der dass er gesagt ich hat, könnte die Hauptstadt ist. Nee, ich kann einen Tipp sagen. Es liegt in Italien. Wo der Papst nochmal? Ich. Monaco. Wow. Nee, der Papst wurde in Monaco, aber ich hab keine Ahnung, wie heißt denn nochmal, wo der Papst wohnt? Vatikanstadt. Vatikanstadt. Wäre aber auch falsch gewesen. Ist Monaco richtig? Nee. Aber Monaco liegt gar nicht. Der lebt auf einer Yacht aus Gold. Es wäre San Marino gewesen. Hatte ich mal die Euros in meinem Sammel. Wow, 3-2. Bei den ganzen Schulfragen eben fallen mir immer meine Lieblingslehrer ein. Severus Snape, Minerva McGonagall, Pomona Sprout, Phil Splitwick und... Ja, diese 4 unterrichten ja an der Hogwarts-Schule für Zauberei. Doch was macht gerade diese 4 Lehrer so besonders? Weil sie auch die Hauslehrer sind. Ja, das ist richtig. Ich habe das nie gesehen. Was machst du den ganzen Tag? Ich weiß nicht. Komm, Co. an. Wie heißt Co. richtig? Darf man den Namen sagen oder weiß man nicht? Ja, Carlo. Nee, wir nennen ihn ab jetzt Roberto. Okay. Kommt Roberto und sagt, mach mal ein Beat. Und dann machst du so ein Beat und dann fängt er an so, yo, ich bin Roberto oder ist wie funktioniert das? Also ich bin ja auch ein Solo-Artist und mache DJs zum Beispiel, ich nenne jetzt mal... Michaela Schäfer ist auch ein DJ. Robin Schulz zum Beispiel, ja. Die haben ja auch ihre eigenen Songs. Ja. Ja, und die werden ja auch produziert und ja. Das mache ich.
Ah, okay. Ja. Du produzierst für andere DJs Songs oder für Nein, dich? Nein, für mich. Für mich auch. Ich bin Solo-Artist. Ich habe auch mein eigenes Album gemacht. Hast du auch einen, den Song für Jörn FM Stöckel, Wodka für die Königin, gemacht? Nee, das nicht. Aber der saß mal im Flugzeug neben mir und hat mich danach angetwittert. Ja, und ja. Hier spielen wir jetzt nochmal Wodka für die Königin ab. Wo wir aber eben bei den Filmfiguren waren, hoffe ich, dass du vielleicht wenigstens das Zitat der nächsten Person kennst. Oh nein. Welche Filmfigur sagte, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen? Forrest Gump, aka Tom Hanks. Es gibt ein Bild von einem Tier, super einfach. Also wir wollen nicht wissen, welche Art, welche Gattung oder welche Farbe. Wow. Das bist auch noch du. Wow. Ist das jetzt unangenehm? Wir kommen also zu unserem Tierquiz. Wir zeigen euch ein Bild von einem Tier. Ganz einfach. Wir wollen keine Farbe wissen. Wir wollen keine komischen Gattungen wissen, sondern lediglich, welches Tier ihr hier seht. Mhm. Vogel. Aber es ist ein Falke. Ich glaube, das ist niemand Falke. Rabe. Adler. Adler ist richtig. Nein, es ist aber ein Weißkopfadler. Ja, aber wir haben ja gesagt, ganz einfach. Also Adler ist richtig. Das gibt den Punkt. In welchem Land wurde 1971 denn die Umweltschutzorganisation Greenpeace gegründet? Leckt mich doch am Arsch. Wahrscheinlich Norwegen. Ich glaube, ich habe das mal gelesen, aber ich bin mir nicht sicher. Wenn du fragen würdest, welche Farbe ist bei Greenpeace drin, hätte ich gewusst, Green. Es wäre Kanada gewesen. Ja. Gut, dass ich nicht gebuzzert habe. Aber wo wir schon mal bei so Weltorganisationen sind, direkt die nächste Frage hinterher. Was ist laut der Weltgesundheitsorganisation WHO die weltweit häufigste vermeidbare Todesursache? Fettleibigkeit? Das ist leider nicht richtig. Nee, ich nehme den Punkt. Das glaube ich. Ey, das Mann. Kann alles, das kann. Also, ja, schon, aber. Vermeidbar. Todesursache, das ist jetzt, kann Autounfall sein, weil man einfach nach rechts und links gucken soll. Aber es ist vor allem das Rauchen. Wir kommen zu unserem Promi-Mix. Ah, und super. Da haben wir zwei bekannte YouTuber oder Prominente zusammengemixt in ein Bild. Und dieses Bild zeigen wir euch gleich. Wir wollen wissen, welche beiden Prominenten sind. Sorry, ich bin gerade abgelenkt. Charmin kommt hier rein, weil sie die nächste so ein Popelt. Nee, ich habe meinen Namen gespielt. Okay. Wir kommen zum Promi-Mix. Das ist die Kategorie, wo wir euch ein Bild von einem Prominenten. Haben wir doch eben schon verstanden. Ja. Gut, dann zeigen wir euch das Bild. Nein! Okay, ich warte, wie heißt Vier. Der? Ja, Montana Black und der andere, wie heißt der? Tanzverbot! Hat schon gesummt. Ja, ich glaube auch, es hat schon gesummt. Aber guck mal, ich bin Gast. Deswegen machen wir random, wer den Punkt bekommt. Wir gehen weiter von den beiden Playboys zurück zum berühmten Playbook. Eine Sammlung genialer Anmachsprüche und Maschen. Wie heißt der beste Freund vom Verfasser dieses Buches? Ted Mosby. Ted hat am 25. April Geburtstag. Oh Mann. Wenn er jedoch am 9. November Geburtstag hätte, welches Sternzeichen hätte er dann? Oh, ich glaube an so einen Kack nicht. Es wäre Skorpion gewesen. Und jetzt kommt die Masterfrage. Dadurch haben unsere beiden Ratefüchse die Chance, alles zu gewinnen, aber auch alles zu verlieren. Beide Spieler müssen mindestens einen Punkt setzen. Wie viele sie von ihren erspielten Punkten aufs Spiel setzen, bleibt ihnen überlassen. Wer die Frage richtig beantwortet, verdoppelt seine gesetzte Punktzahl. Der andere verliert seine gesetzten Punkte. Die Karten sind neu gemischt. Auf geht's! Ich setze 6 Punkte. 6-6. Jetzt stellt ihr euch schön hin, dass ihr nicht luschern könnt. Und schätzt doch einfach mal, wie viele verschiedene Baumarten gibt es in Deutschland? In Deutschland? Baumarten. Boah, was ist denn ein Baum? Ja. Ist Efeu ein Baum? Ist Deutschland ein baumreiches Land von den Arten her? Wir haben eigentlich nur Fichten, weil du die schnell hochballern kannst und fällen kannst. Aber geht es darum, dass die hier auch schon immer sind oder dass man die irgendwann mal hier eingeführt hat? Es ist statistisch gezählt worden. Die jetzt worden, gerade hier wachsen. Genau. Wie viele Baumarten momentan? Jan hat bevor er herkam, ist er durch den Wald gefahren. Ich habe 250. Ah, ich habe 45. Nee, da habe ich gewonnen. Es gibt mehr. Meinst du? Birnbaum, Apfelbaum. Also einer hat auf jeden Fall gewonnen. Ja. Toll. Und das ist der mit den 45 Bäumen. Nein. Denn es gibt 80 Stück. Nein! 80 verschiedene Bäume in Deutschland. Nein! Wie rassistisch sind wir Deutschen, dass es nur 80 verschiedene Bäume gibt? Glückwunsch! Psycho macht übrigens auch YouTube, hat heute einen schönen Vlog gemacht. Geht mal rüber auf seinen Kanal, er hat gewonnen. Psychadüner, das wird jetzt hier so eingeblendet von der Grafikabteilung. Das ist Marie. Das ist Marie. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich teilnehmen durfte. Tschüss. Mann, bist du groß. Ja. Ist dein Pimmel genauso groß?
So einfach fürs Niveau. Guck doch, wie groß meine Nase ist, weißt du? Testfrage. Testfrage. Wie heißt der Bösewicht bei den Schlümpfen?